Sieg, wie war das Spiel jetzt aus Ihrer Sicht? Dass das Spiel heute eher weniger so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns die ganze Woche relativ viel vorgenommen im Training, um vieles umzusetzen, was nur teilweise funktioniert hat. Und eher, ja, das meiste war eher uneffektiv, würde ich sagen. Ja, wir nehmen natürlich den Sieg, das ist natürlich klar, aber ich denke, dass wir, wenn wir Sonntag die Serie beenden wollen, nochmal ein großes Stück drauflegen sollten. War Ihr Tor jetzt ein besonderes für Sie selber? Ja, ich denke, dass jedes Tor für jeden Spieler jedes Mal was Besonderes ist. Ja, für mich war es das erste Tor zu Hause dieses Jahr. Das war natürlich schon was mir am Herzen lag. Aber sonst, das ist einfach nur ein Tor, was uns heute zum Sieg gebracht hat, meine ich. Jetzt ging es zum dritten Mal in die Verlängerung. Was kriegt man denn da jedes Mal in der Kabine erzählt? Ja, genau das gleiche wie in den anderen Drittelpausen. Wir versuchen nochmal zusammenzureißen, schauen, dass wir wichtige Punkte ansprechen, die geändert werden müssen und dass der Ernst der Lage angesprochen wird in der Overtime. Natürlich ein Tor, dann ist rum und mehr ist es nicht. Wie kann man sich jetzt selber, ich sag's mal, in dem Tunnel halten, dass man konzentriert bleibt, keine Erschöpfung spürt? Ja, eine Erschöpfung kommt natürlich irgendwann zwangsweise, umso mehr man spielt. Aber ja, wir hatten jetzt das Glück, dass die Spiele eigentlich immer relativ früh in der Overtime entschieden wurden. Waren, glaube ich, nie mehr wie 10, 11, 12 Minuten sowas. Das hilft natürlich, aber ich meine, umso länger das geht, umso mentaler wird es und umso physischer wird es. Und da kann man nicht viel dran ändern. Wie kann man jetzt den Fluch brechen, dass der letzte Sieg der schwierigste ist? Ja, schwere Frage. Ich denke, dass wir morgen uns viel anschauen werden vom Spiel und viel kritisieren werden. Und dann schauen wir, dass wir am Sonntag viel ändern werden und mit erhobenem Haupt in das Spiel 5 gehen.